Hallo und ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield 3 Online. Das letzte Mal waren wir auf der Map Operation Firestorm und jetzt sind wir gleich auf der Map Nusha-Kanäle im Modus Rush. Ihr seht, die Map lädt schon. Es geht also jetzt gleich los mit dem ganzen Spektakel hier. Und das Laden hat jetzt aber auch ein Ende und wir sind jetzt im Spiel drin und nehmen als Klasse, lasst mich überlegen, wir nehmen jetzt mal den Medic. Denn den haben wir jetzt, glaube ich, doch schon ein Weilchen nicht mehr gespielt. Und sind jetzt auch gleich hier in so einem Panzer drin. Und das ist weniger ein Panzer, es ist ein gepanzertes Fahrzeug. Aber das Teil hält so viel aus, dass, also, da könnten 10 Panzer auf das Teil schießen. Es ist dem Teil egal. Und wie ihr seht, es ist auch ein Amphibienfahrzeug. Tja, was dieses Teil nicht alles kann. Es ist fabelhaft, es ist unbeschreiblich gut. Und da vorne ist die Rampe, da werden wir jetzt gleich drauf fahren oder eher drauf zufahren und machen uns danach gleich mal auf den Weg zu A oder eventuell auch B. Das müssen wir noch sehen. B ist tot oder eher B ist zerstört worden, das heißt, die Entscheidung wurde uns schon abgenommen. Wir gehen also jetzt zu A und versuchen da die Bombe zu legen und fahren deshalb gleich mal hier durch das Häusle durch. Oder eher, was heißt doch dieses Haus? Es ist ja eher eine Fabrikhalle, irgendwie sowas in der Art. Und das sieht doch nach einem feindlichen Panzer aus da vorne. Was macht denn der einfach hier? So, da war mal ein Feind, der ist aber jetzt weg. Und da vorne ist ja noch dieser Panzer. Dem werde ich jetzt aber richtig schön zeigen. Ihr seht sogar, das Teil macht sogar richtig gut Schaden. Also das Viech ist einfach... Ein Panzer ist ein Scheiß gegen das Teil, wo ich gerade drin bin. Den Namen kann ich mir zwar nie merken, weil er wirklich unglaublich lange ist. Aber ansonsten ist es... Also, das ist ein Traum, das Teil. Das werdet ihr mir nie glauben. Hier sind ja Feinde. Hier sind ja scheiß viele Feinde. Ja, was machst du hier? Komm, geh down. Zack, weg ist er. Und ansonsten ist sonst noch hier ein Feind, der freiwillig sterben möchte. Ja, da ist er ja schon. Und dahinter ist ja gleich nochmal einer. Komm schon, zeig dich. Da ist er. Seht ihr ihn? Ah, fuck, jetzt ist er weg. Aber da ist so ein irgendwas gewesen. So ein, ihr wisst schon, so eine Art Humvee. Die Namen kann ich mir leider auch nie merken. Aber es ist eben der Humvee von den Russen. Ne, ich denke, das trifft das ganz gut. Und jetzt geht's aber hier gerade. Also Leute, jetzt geht's aber hier rund. Rund geht's jetzt hier. Zack. Wo sind sie hier, die Feinde? Okay, da war auf jeden Fall eine feindliche Granate. Sophie ist jetzt sicher. Aber ansonsten geht es auch gerade ganz gut ab. Ich höre auch schon Ticken im Hintergrund. Das bedeutet, mein Team hat in der Zeit, wo ich die ganzen Feinde abgemuxt habe, schon die Bombe gelegt. Das läuft ja gerade gigantomatisch gut. Ich spawn mal hier im Helikopter. Werf gleich mal hier ein Medipack runter. Ich hoffe mal, das findet auch sein Ziel. Irgendeinen verletzten Soldat nämlich von uns. Und dann spawnen wir jetzt gleich mal hier neben dem Feind. Oh, Leute, das ist ja... Das war jetzt weniger gut. Aber ansonsten die Aktion mit dem hier... Ihr wisst schon, runtersegeln mit dem Fallschirm und dann den Feind abknallen, das hatte schon Style. Das hatte schon gerade Style, das... finde ich zumindest so. Ja, aber ich würde sagen, das mit dem Helikopter wird nichts. Ich meine, im Helikopter ist es zwar schön und man hat eine tolle Aussicht von da oben, aber so wirklich dann anliegen... Das schafft man damit nicht so wirklich, weshalb ich mich jetzt einfach wieder hier schön in das Boot reinsetze, dahin fahre, zu unserer Rampe, die wir schon mal gesehen haben, da aussteige und mich jetzt auf den Weg zu A machen werde. Okay. Und los geht's. Ich wage mich nach vorne, ich wage mich zur Bombe, bleib hängen und guck mal, wie es weitergeht. Ja, wisst ihr was, ich komme da jetzt so von hinten. Ja, und da ist doch... Klasse, jetzt war neben mir ein Feind, oder wie? Ich wollte doch gerade eine Granate durchs Fenster werfen, weil ich gesehen habe, dass da jemand seine Waffe rausstreckt. Aber naja, jetzt, was können wir machen? Ich meine, hier ist kein einziger Feind von uns an Land. Was soll denn das? Und der Panzerfahrer hier, der ist im Wasser. Wie wär's, wenn du jetzt mal hier fährst? Oder eher, ich fahre jetzt und ich werde zu A fahren. Und dann werde ich mich neben A hin platzieren und werde A verteidigen, bis A auch wirklich down ist. Weil, wie schon gesagt, dieser Panzer ist so gut
in der Verteidigung. Das Teil so gut gepanzert, das hält wirklich alles aus. Und deswegen kann man sich doch mit diesem Teil genau neben A hinsetzen. Und der kriegt erstmal hier einen kleinen Roadkill rein. Jetzt sind wir nämlich auch schon bei A. Und dann können wir jetzt im Prinzip gleich... Okay. Guck mal, da ist ein Feind. Okay. Oh oh. Verdammt, jetzt brennt das Teil. Ja, das war ein schnelles Vergnügen. Oder eher ein kurzes Vergnügen. Legt er sich da rein. Okay. Schön für ihn. Trotzdem sollte ich jetzt langsam mal versuchen, A zu legen. Ich habe es ja jetzt schon oft erwähnt. Die Frage ist nur, wie ich das am besten anstelle. Leute, kommt doch mal aus diesem Helikopter raus. Ich spawn jetzt bei dem Typ, weil der hat es gut gemacht. So. Nein, du kommst gleich wieder hoch. Tut mir leid. Zack. Da habe ich den Tick zu spät erst erschossen. Jetzt sind wir nämlich hier und können ja jetzt... Oh, fuck. Ach, der lebt noch. Fuck, fuck, fuck. Und ich habe meine Magnum hier draußen. Och, super. Super, duper, wooper. Hm, wie machen wir das? Doch, hier sind ja Teamkollegen von mir. Das ist ja super, die... Also langsam nähern sie sich mal an. Auch wenn mein ganzes Quad in diesem scheiß Hubschrauber drin ist. Tut mir leid, aber... nee, kann ich nicht ansehen. Hasse ich irgendwie. Das hasse ich ja jetzt schon. Okay. Ich meine, man sollte dann, wenn man... Der Hubschrauber dient ja eigentlich als Transportmittel. Dann sollte man eben auch manchmal hier seinen Arsch bewegen und da rausspringen. Ja, das ist eben... Ne, man soll da eben jetzt nicht sein ganzes Leben drin bleiben. Und was weiß ich. Samba tanzen oder sonst was. Hm, was mache ich denn? Wie komme ich denn jetzt da am besten zu A rüber? Oh, das wird eng. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt zu A rüber soll. Aber wobei, ich versuche mal hier rüber zu springen und dann so in Richtung A zu gehen. Scheiße. Ja, klasse. Tolle Idee. Ich meine, jetzt nur offenes Feld. Ich weiß nicht, wie ich da hätte sollen rüberkommen. Ohne abgeschossen zu werden. Tja, jetzt, wie mache ich das am besten? Wenn die jetzt immer noch im Hubschrauber drin sind, dann... Ja, komischerweise wurde der Hubschrauber abgeschossen. Und was machen sie? Sie warten natürlich schön, bis der nächste Hubschrauber gespawnt ist. Unglaublich. Klasse. Naja, wenn sie ihnen Spaß macht, dann kann ich da auch nichts machen. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier an Land. Gehen erstmal die Leiter hoch. Und dann versuchen wir gleich nochmal zu A zu gehen. Oder zumindest in die Richtung von A. Och, Leute, was soll denn das gerade? Was soll denn das hier... Wie wenn das ein Headshot gewesen wäre. Hm, jetzt was... Ich hab keine Ahnung, wie wir jetzt mal A liegen sollen. Ich spawn jetzt mal... Ich spawn jetzt hier, der ist in der Nähe von A. Werft ihm erstmal hier ein Medikit hin. Und dann werde ich jetzt mal vielleicht von dieser Richtung aus... Na, wobei... Vielleicht mal außen rum gehen, wobei außen rum wird gerade gesichert, da kann kein Feind sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier anstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Einer ist tot. Da ist nochmal ein Feind gewesen. Der ist jetzt auch weg und ich wahrscheinlich auch gleich. Okay, und jetzt heißt es, langsam weiter zu A-Foken. Scheiße, ey, da ist einer. Okay. Und A ist gelegt worden von einem. Top. Und jetzt heißt es hier A beschützen. Und ein bisschen campen. Okay, Granate ist geworfen. Zwei sind down. Ich wahrscheinlich auch gleich. Ist er ein Feind oder wie? Kumpel, sag mir, ob dein Feind ist. Dann kann ich mich wenigstens schon mal psychisch drauf vorbereiten. Hinter mir ist einer. Ja. Aber den, ah, wobei, als entschärft worden, wie kann denn ein entschärft worden sein? Lebt mein Squad-Mitglied etwa nicht mehr? Der ist doch hier gerade noch rumgesprungen. Wo ist denn der jetzt hin? Nein, der ist auch tot. Ha. Wobei, da ist schon der nächste. Der Senf 18, wie heißt der? Doch, Senf 18 ist hier. Oh, verdammt. Ach du Scheiße, Mann. Oh, verdammt. Ja, klasse. Klasse Granate gerade von mir, wirklich. Naja, nochmal... Auf ein neues, ab zu A. A nochmal legen. Und auf dem Weg dahin sterben. Aber jetzt soll es langsam mal was werden.
weil langsam sinken unsere Ticketzahlen in das Unberechenbare. Ich höre sogar schon, glaube ich, höre ich gerade den Battlefield-Soundtrack im Hintergrund. Also das bedeutet, dass ich die Runde so langsam hier dem Ende hier zubewegt. Oh ja, 7 Punkte. Leute, jetzt müssen wir vor zu A. Ich gehe mal hier in das Haus rein. Fuck, Feinde. Fuck, Feinde. Ja, klasse. War eine scheiß Idee, in das Haus reinzugehen. Aber ich glaube, diese Runde ist leider verloren. Schade eigentlich. Da hätten wir sicherlich können mehr reißen. Aber, naja, vielleicht wird es ja beim nächsten Mal was. Dann aber wieder im Modus Eroberung, wobei mir das eh etwas besser liegt, muss ich ja ehrlich gestehen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir im Modus Eroberung... Ja, was liegst denn du hier rum? Komm, ab zu Armann, wir haben noch 5 Tickets, das könnte sogar noch was werden. Okay, ab zu A, Jungs. Hier. Oh Mann, wo ist denn hier gerade mein Squad-Mitglied von hinten geblieben? Ist er etwa nicht mitgekommen? Ach Leute, wenn der jetzt da hinten abschimmelt und sich kein Stück bewegt, dann kriege ich aber fast die Krise. Also dann ist ja kein Wunder mehr, wenn man A nicht gelegt bekommt hier. Ja, nee, er ist wenigstens auch tot. Er ist für seinen... Er ist für das M-Com gestorben. Okay, ich werde aussteigen und... Okay, top, er hat schon A gelegt. Der Feind ist nicht down. Das M-Com glaube ich aber genauso wenig, oder? Dafür reicht die Zeit nicht mehr ganz. Ja, ich glaube, der entschärft es auch gerade. Oh je. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, nein, die Runde ist zu Ende. Wir haben verloren. Wie schon gesagt, sehr schade, aber da kann man nichts dran machen. Da kann man auch nicht dran rütteln. Die Runde geht zu Ende mit einem 18 zu 12. Das hat uns ziemlich viel gebracht, denn die Runde ist so oder so verloren. Aber vielleicht, wie schon gesagt, wird es beim nächsten Mal besser enden. Das werden wir ja dann sehen. Jetzt werden wir hier nochmal schön mit Ribbons und Abzeichen belohnt, die jede Menge Punkte geben. Und dann ist auch an dieser Stelle die Map Nusha-Kanäle beendet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.